Nun? Auf meiner ewigen Suche nach schönen Dingen, die mich glücklich machen oder glücklich gemacht haben, stolpere ich ab und an über die seltsamsten Dinge. Und etwas, was mich bis heute verfolgte, ist dieses Spiel. Entsprechend, willkommen beim GGK 2020. Reden wir über Tomodachi Life. Normalerweise würde ich jetzt hier einen richtig fetten Schwall über die Entwicklung des Spiels erzählen, allerdings gibt's nicht wirklich viele Infos zur Entwicklung dieses Spiels. Tomodachi Life ist hier der Nachfolger von Tomodachi Collection, einem Spiel, was in Japan nur auf dem DS herauskam. 2013 erschien Tomodachi Life in Japan und 2014 wurde es nach Europa gebracht, wo es existierte. Vor dem Release wurde es von vielen, mir inbegriffen, oft mit Animal Crossing verglichen, wobei dieser Vergleich gar nicht mal so passend ist. Wo es in Animal Crossing eher um eure Selbsterfüllung in einem Dorf geht, geht es in Tomodachi Life tatsächlich mehr um die Selbsterfüllung von anderen Mies auf einer riesigen Insel. Tomodachi Life gehört allerdings zum selben Genre wie Animal Crossing. Beides sind Lebenssimulationen, wo ihr die Leben von digitalen Einwohnern mehr oder weniger beeinflussen könnt. Tomodachi Lives Spielprinzip basiert hier darauf, dass ihr ein Mii selbst erstellt oder von einem QR-Code einscannt und diesen dann auf eure Insel ziehen lasst. Dieser Mii kann euch, einen eurer Freunde, jemand Berühmtes oder Selbsterfundenes darstellen. Ihr könnt dem Mii bestimmte Charakterzüge geben und anschließend eine Stimme erstellen. Denn das Spiel macht sehr großen Nutzen von Text-to-Speech und das sorgt für allerlei witzigen Content. Je mehr Mies auf eurer Insel leben, desto mehr füllt sich das Haus und desto mehr Bereiche werden freigeschaltet. Neben Orten wie der Lebensmittelshop öffnen baldigst ein Kleiderladen oder ein Aussichtsturm, bei dem ihr entweder Essen und Klamotten für eure Mies kaufen könnt oder ihnen dabei zusehen könnt, wie sie verschiedensten Aktivitäten nachgehen. Die Mies können sich untereinander besuchen, Freundschaften schließen, Liebespartner werden und irgendwann sogar ein Kind bekommen. Doch wie es sich für eine Beziehung gehört, können sie ebenfalls streiten und anfangen, sich zu hassen. Eure Aufgabe im Spiel ist es, den Mies Ratschläge zu geben. Ihr könnt ihnen hier sagen, ob es eine gute Idee ist, sich mit jemandem anzufreunden oder ob sie es lassen sollen, oder ihr könnt mit ihnen Spiele spielen oder ihr könnt ihnen einfach nur beim Existieren zugucken. Natürlich haben die Mies auch Nöte und Wünsche. Jeder Mii hat zum Beispiel eine Hungerleiste. Sobald diese aufgefüllt wurde, bekommt ihr Geld, welches ihr wiederum in Geschenke stecken könnt. Und sobald dieses einmal aufgefüllt wurde, steigt der Level des Mies, woraufhin ihr ihm ein Objekt schenken, ihm eine Phrase zuteilen oder einen Karaoke-Song zuweisen könnt. Und das Karaoke-System ist erstaunlich tiefgehend. Ihr habt hier eine Auswahl aus diversen Genres, könnt diese entweder allein oder in einer Band singen und ebenfalls die Lyrics dazu schreiben, welche die Mies dank Text-to-Speech dann singen. Grafisch ist das Spiel jetzt nicht besonders, allerdings kann man nicht verneinen, dass das Spiel einige sehr interessante Grafikspielereien auf dem Bildschirm zaubert, seien es die manchmal recht cool gemachten Räume oder das viele Nutzen von Stockfotos, die seltsamen Träume oder einfach nur ein Spaziergang am Strand. Apropos Träume, das Spiel besitzt natürlich ein Echtzeitsystem. Wenn es in der realen Welt dunkel wird, wird es auch im Spiel dunkel. Wenn es in der realen Welt Winter wird, wird es auch im Spiel Winter. Wenn es dunkel wird, habt ihr im Spiel nichts mehr zu tun, außer euren Mies in ihre Träume zu schauen und vielleicht das ein oder andere Item rauszufischen. Tomodachi Life ist ein immens witziges Spiel, kann aber auch ein immens langweiliges Spiel sein. Es ist im Grunde genommen eine digitale Ameisenfarm, bei der ihr nach jedem Anschalten des 3DS hofft, dass irgendwas Abstruses passiert. Vielleicht beschließen zwei Freunde von euch, die überhaupt nicht zusammenpassen, dass sie plötzlich ein Paar werden wollen, oder zwei total unscheinbare Charaktere werden beste Freunde und fahren in den Urlaub. Diese seltsamen Interaktionen sind das Herz des Spiels, können allerdings nicht forciert werden. Wenn eure Mies keinen Bock aufeinander haben, dann ist das Spiel für den Tag vorbei. Ihr könnt so alle paar Stunden mal reinschauen und aufs Beste hoffen, aber insgesamt ist das halt ein Spiel, welches man eigentlich nur für einen kurzen Lacher anmacht und nach 20 Minuten wieder ausmacht. Weil es halt eben nur dann was zu tun gibt, wenn eure Mies euch auch lassen. Es ist dennoch ein sehr interessantes Spiel mit unglaublich witzigen Interaktionen und besonders Leute, die ein relativ aktives Sozialleben haben und einen Freundeskreis mit diversen Leuten, die man ins Spiel packen kann, die werden mit dem Spiel einfach leben. So ist es zwar witzig, wenn man irgendwelche Promis auf der Insel hat, allerdings ist der Kontrast zwischen euren Freunden und den Mies auf der Insel das, was erst die richtige Comedy hervorzaubert, und das ist dann der Punkt, wo Erinnerungen an diesem Spiel wirklich entstehen. Und so werdet auch ihr übelst die witzigen Erinnerungen an das Spiel haben, wenn Lena plötzlich was mit Guido anfängt, obwohl sie eigentlich mit Max zusammen sein sollte. Daher ja, ich würde sagen, das Spiel sollte jeder mal ausprobieren. Das kriegt man mittlerweile für einen Zehner auf eBay und dafür ist es auf jeden Fall echt ein richtig guter Kauf. Das einzig Traurige an dem Spiel ist halt, dass ihr erstens nicht wirklich was machen könnt, wenn die Mies halt keinen Bock drauf haben, irgendwas zu machen. Und zweitens, dass es halt kaum Wiederspielwert gibt, weil sobald ihr einmal alles in dem Spiel gesehen habt, habt ihr schlicht und ergreifend alles in dem Spiel gesehen und dann ist leider auch irgendwann der Witz raus. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich nie wieder erfolgreich ein weiteres Tomodachi Life Let's Play gemacht habe. Auf jeden Fall für die Zeit, wo ich es gespielt habe, war es halt immens witzig und ich gehe mal davon aus, dass die Leute, die mich schauen, einen ähnlichen Humor haben werden und ebenfalls sehr glücklich mit diesem Spiel werden könnten. Gut, das war's alles, was ich zu diesem Spiel sagen kann. Wenn es euch gefallen hat,
Daumen nach oben. Immer gerne gesehen. Falls ihr mehr von dieser ganzen Geschichte hier haben möchtet, ist ein Abo nicht verkehrt. Macht die Glocke an, denn YouTube teilt meine Videos nicht. Das heißt, auch da muss ich bitten, euch das zu tun. Warte, das macht keinen Sinn. Da muss ich euch bitten, das zu tun, weil ansonsten wächst das hier nicht. Und das wäre geil, wenn meine Mühe nicht komplett umsonst ist hier. Und ansonsten dürft ihr auch gerne in die Kommentare posten, was ihr von Tomodachi Life haltet. Sagt ihr, ist das witzigste Spiel ever. Ich spiele das seit 5 Jahren konstant und habe meine Lust immer noch nicht verloren. Oder sagt ihr, ist mega der Trash. Was ich beides nachvollziehen kann. Gut, das war's von mir. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen wieder und bis bald.